Hallo und herzlich willkommen, liebe Arzt und Freunde. Nächste Episode Schlachtfeld mit mir, dem Lean. Und letzte Episode war wirklich, wirklich überragend, ey. Das hat richtig Spaß gemacht. Genau so sollte es doch immer laufen. Ja, mit dem Kollegen hier und der passiven, auf Wildtiere gegangen. Und wie gesagt, die goldene Kobra hier mit Wiederkehr und Gottesschild, das war natürlich krass. Und da gehört natürlich auch immer eine Menge Glück dazu. Auch, dass ich hier die goldene gekriegt habe mit Gottesschild und so weiter und so fort. Das, ja, war super überragend. So müsste es doch immer laufen. So müsste es eigentlich doch immer laufen. Aber das tut es natürlich nicht. Zuletzt habe ich ja sehr, sehr, sehr viel verloren im Schlachtfeldmodus. So ein bisschen stuck auf Rank 5000. Drachen, Elementare, Mech, Murloc, Untote. Leider im befreundeten Diener jede Stufe. Reno Jackson. Macht einen befreundeten Diener golden. Komm, den nehmen wir mal. So ein Stufe 6 Diener einfach. Wie in der Runde davor, so eine goldene Kobra oder so. Das hätte schon was. Werdet ihr diesmal ein paar Drachen rekrutieren, Kommandant? Ja, das Board finde ich schon nicht so gut. Naja. Kann das nur einmal im Spiel einsetzen. Also wir müssen dann auf jeden Fall, beziehungsweise ich natürlich, ich muss auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten für den Spell. Ich glaube Stufe 3 oder so, keine Ahnung. Oder es kostet 3, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall den Spell mit der Maske, dass ich eine andere Hero Power kriege. Sobald ich das eingesetzt habe, dass ich das dann tauschen kann. Das wäre gut. Sieg muss man feiern. Ja, bis jetzt noch wirklich noch nicht so die Richtung. Elementare, Elementare, Murlocs bin ich. Drachen, Drachen. Murlocs, Drachen, Untote. Ja, so früh im Spiel kann man das natürlich nicht wirklich sagen. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Einen solchen Sieg muss man feiern. Ja, ist die große Preisfrage, ne? Bleibe ich jetzt bei Murlocs? Oder switch ich auf Untote? Aber ich glaube, jetzt gerade bringt mir das mehr Value. Ey, jetzt mal lautes Denken, ne? Mal lautes Denken, wie ich es so oft mache in den Videos. Den Ritter direkt golden zu machen. So früh im Game. Macht doch vielleicht auch Sinn, oder? Was kann der goldene Ritter nochmal? Ich glaube, dann kriegt er jedes Mal +2/+2, wenn er stirbt, ne? Und nicht +1. Das kann natürlich auch richtig krass hochskalieren, wenn man das schon so früh hat.
Ich bin echt am Überlegen, ob ich das mache. Bin echt am Überlegen. Es ist halt auch noch sehr früh im Spiel, ne? Das kann halt richtig hoch eskalieren. Da muss ich nur schnell zusehen, dass ich eine andere Hero Power kriege. Ein paar neue Diener sind nie verkehrt. Wie viele haben wir denn jetzt auf Untote? Der macht Untote. Eigentlich nur der, ne? Plus 2, plus 2. Für jeden befreundeten Ritter, der in diesem Spiel gestorben ist. Yo, Mann. Das ist richtig gut. Wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Ich habe jetzt meine Hero Power schon weg und alles, ne? Ist natürlich... Aber ich glaube, das lohnt sich. Weil jetzt hat er ja schon 10-4. Euch wiederzusehen. Ne? Kann ich euch etwas anbieten? Ja. Finde ich gut. Dann wird das ein Untoten-Game, Leute. Das wird ein Untoten-Game. 3 Drachen. Untote. Untote. Elementare, Murlocs, Mech. Aber es ist doch sehr bunt gemischt. 2 andere gehen noch auf Untote. Und dass der, wie gesagt, ich glaube, das war gut. Der wird richtig mächtig werden. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir ja noch einen Ritter. Und kriegen später die immer Ritter beschwört, das zusammen mit einem Hühnchen oder mit dem Death Rattle zweimal ausgelöst und so. Das kann richtig stark werden. Das kann richtig stark werden. So zumindest in meiner Theorie, in meiner Fantasie. Schauen wir mal, ob das, Alter, weißt du, da, ey Junge. Dann kommt sowas einfach, wo du dir wieder denkst, eigentlich bin ich gut dabei. Aber dann kommt einfach sowas hier, wo du dir denkst so, what? Wie denn? 3-mal eingefroren. Na gut. Harte Runde. Knabbel diesen kleinen Drachen. Er ist so niedlich. Ja, die beiden könnten wir uns eigentlich auch reingönnen, aber das passt natürlich überhaupt nicht zu meinem. Nee, komm, machen wir jetzt nicht. Wir machen das so. Und so. Ja, ich muss möglichst schnell auf die Stufe 5 kommen. Mach's mal so. Wegen Cleave stelle ich die beiden links, rechts. Und der Kleine, dass er ein Gottesschild kaputt machen kann. Eins hat. Ja, mal sehen. Ewige Legion. Ja, ich meine, die Hero Power auf den Stufe 6 Diener wäre natürlich deutlich stärker. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Ne? Ich glaube, das ist gut. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Jo. Ja, da war jetzt auch der eine Buff drauf, ne? Plus 7, der
Gegner sind so mächtig wie Drachenfeuer. +8, +8 und Spott. Könnten wir machen, ne? Aha. So. So nämlich. Da wird doch ein Schuh draus. Kriegt der nämlich auch noch Spott von mir? Sehr gut. Aber eigentlich habe ich gedacht, dass der, egal wo sich dieser befindet, halt jetzt auch durch den goldenen halt auch noch dicker wird. Aber scheinbar hat er nur +3, +3 bekommen. Also bezieht sich dieser Effekt auf den ewigen Ritter selbst. Aber dann skalieren die beiden doch auch super miteinander. Ja, ist zwar ein bisschen anders, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist trotzdem sehr stark, weil wenn der stirbt, kriegt der jetzt auch +2, +2. Ist ja okay. Ja, der ist halt absurd. Absurd krass schon wieder. Max Damage rein. Wow, da hätte ich auch updaten können. Da hätte ich auch einfach updaten können. Richtig mies. Jetzt habt ihr gleich viel bessere Möglichkeiten. Die drei könnte ich noch verkaufen für den. Boah, ey, ich krieg so auf die Nase jetzt. Naja, komm. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Naja, dafür bin ich jetzt Stufe 5. Und habe eigentlich ein sehr cooles Board. Und im nächsten Turn, wenn ich Glück habe, kriege ich ja die passenden Untoten für ein kleines Comeback. Aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt 15 Damage kassieren werde. Der hat schon +10, +10 durch den Effekt. Und der hat +5, +5. Den Himmel zu beherrschen? Na, okay. Ist klar. Eieiei. Ah, Glück gehabt. Wiederkehr auf dem goldenen Ritter ist natürlich auch super. Ich hab ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Das lief doch nach Plan. Ich bin ganz ehrlich, ne? Das hat jetzt nichts mit meiner Strategie zu tun, aber den finde ich stark und den finde ich stark. Für später, wenn ich einen Diener habe mit allem. Verleiht euren Diener mit Spott. Das machen wir auch mal.
Obwohl ich das natürlich auch auf den hier machen könnte. Mech-Wildtier. Dann würde ich den auch gleichzeitig noch mit hochbuffen. Aber der müllt mir das Board natürlich auch voll, wo ich doch eigentlich den haben will, der mir die Ritter beschwört, ne? Nee, das mache ich jetzt nicht. Den werde ich später wieder verkaufen, sobald ich ein ordentliches Ding habe hier. Aha. Ja, hätte ich jetzt machen können, wäre wahrscheinlich auch schlauer gewesen für den Fight. Aber ich will den ja wieder verkaufen. Er müllt mir das Board mit kleinen 1-1er Dingern voll. Und dann werden meine Ritter später nicht beschworen. Jetzt breitet die Flügel aus und zumindest denke ich mir das so. Oha. Wow, bitte. Boah, Wiederkehr auf dem goldenen Ritter ist natürlich echt perfekt, ne? Sehr gut. Einen solchen Sieg muss man feiern. Vergoldeten zufälligen Diener. Mit dem könnt ihr nichts falsch machen. Ich könnte Bran Bronzebeard noch dazu holen. Aber für welchen Kampfschrei? Untote sind ja eigentlich eher Death Rattle. Für welchen Kampfschrei? Nee, macht keinen Sinn irgendwie. Ich würfel mal für... Auch wieder nix. Auch wieder nix. Mann, ich könnte den holen, der mir... Ach, komm schon, ey. Ist ja wieder nur Quatsch hier. Deckendiener mit Todesröcheln können wir machen. Aha. Ja. Doll ist das nicht. Vielleicht hätte ich das auch einfach YOLO spielen sollen. So nach dem Motto, ich will das jetzt nur, um einen Sechser zu entdecken. Hätte man auch so machen können. Oha. Okay. Oh, jetzt brauche ich Glück mit dem Fokus. Fokus! Ah. Ey, 27-1, Junge. Ja. Sehr gut. Ist der erste raus, also letzter können wir schon mal nicht mehr werden. Zwei sind raus. Okay, Leute. Muss man feiern. Naja, komm, machen wir es mal.
Verleiht einem Diener auf eurer Hand +4/+4, ruft ihn dann für diesen Kampf herbei. Das sind Golden. Und dann haben wir auch ein Target für den. Macht Sinn. Ein Sechser. Untot Murloc. Toxisch Rache 5 erhält Wiederkehr. Ja, komm, nehmen wir. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir den verkaufen können. Den. Schwierig, ne? Verkauft! Ich hoffe, ihr wollt das Gold nicht nur horten. Ja, es skaliert nicht so schön hoch, wie ich es mir wünschen würde. Mies. Ja, Syndragosa hat ein richtig krasses Board. Aber ich bin Top 4 schon mal. Vielleicht ist es an der Zeit, den Drachen in euch zu wecken. Top 4. Habt ihr einen Plan, Kommandant? Ja, es läuft nicht, Leute. Ah, jetzt habe ich Pech gehabt in dem Turn. Das schmeiße ich für den weg. Ich meine, gut, wenn der Death Rattle-Effekt auf den Wiederkehr-Effekt auf den kommt. Ich glaube, was ist besser, der oder der? Ich weiß es nicht. Weil wenn das auf den kommt, dann ist das auch so, als wenn zwei davon liegen, ne? Alles nicht so richtig Sinn. Ja, ich befürchte leider, jetzt bin ich down. Das ist, bisschen sage, doof, aber eine gute Strategie naja. Ist das A und O. Komm. Fight! Junge. Links. Nein, Gottes Schild. Das reicht. Okay. Schade. Aber Platz 3, Leute. Platz 3. Wir machen wieder Plus. Wir machen wieder Raum. Sehr gut. Jo,
Ich hoffe, euch hat's gefallen und in diesem Sinne, tschüss!